Wir wollen als Bauherrin von einer Resalpina Verlagsrolle ein Rösser machen, doch ziemlich Rösser. Wie sieht das konkret in unseren Zahlen? Was ist geplant? Also wir planen rund 600 warme Bett. Man muss betonen, es sind bewirtschaftete Wohnungen, verteilt in etwa 80, 90 Wohnungen. Aber es sind nicht nur Wohnungen, sondern es gibt Kids Club in einem Haupthaus, es gibt Wellness. Das braucht man auch auf dieser Höhe oder generell in den Bergen für Alternativprogramme. Aber letztlich bauen wir rund knapp 600 warme Bett, die in Bewirtschaftung gehen und wo halt eben nicht Zweitwohnungen sind, sondern wo jetzt halt am Gast zur Verfügung stehen für seine individuellen Ferien. Wie sieht es mit den Investitionskosten aus? Was werden das rund 30, 35 Millionen sein, Grissordnung, oder? Das geht in die Richtung so von 30 bis 35 Millionen. Das wird man sehen, es ist nicht so einfach, auf dieser Höhe zu bauen. Aber mehr darf es nicht kosten, weil wenn es mehr kostet, ist es nicht zu rentabilisieren und dann gibt es auch keinen Investor. Ist ein gutes Stichwort Investor. Hat man da schon jemanden gefunden, ihr als Bauherr? Wer ist denn da im Gespräch? Wir sind ständig im Gespräch mit potenziellen Investoren. Aber es ist natürlich so richtig, mit einem Investor diskutieren kann man dann, wenn man sagen kann, ja, das ist jetzt das Projekt, man hat jetzt eine Baugenehmigung. Man kann nicht sehr lang zum Voraus mit einem Investor über das Projekt diskutieren und man hat die Baugenehmigung nicht, weil der Investor will das natürlich sehen, weil das ist die erste Bedingung. Und darum pflegen wir informelle Kontakte im Moment, aber die schon sehr gut aussehen. Was sind denn das für, sind das Privatpersonen oder sind das irgendwelche Investmentfonds? Sind es Versicherungen, die ja in einem Immobiliensektor eine wichtige Rolle spielen? Und das Spreigelz hat er ja so ein Projekt realisiert und das war ja die CS, die da mitgemischt hat. Ist das ja auch so der Fall? Das können wir heute noch nicht sagen. Wir können nur sagen, wir sind im Gespräch mit Fonds, mit Immobilienfonds, mit Pensionskassen, auch mit privaten Investoren. Man sieht heute, dass die Bereitschaft, um mit Bergen zu investieren, die ist jetzt grösser als noch vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Dort war es überhaupt kein Thema gewesen, mit Ausnahmen. Hat vielleicht ein bisschen mit Briegels und mit anderen Projekten angefangen. Aber heute sieht man, das ist ja das Schöne, dass man sieht, man muss in den Bergen etwas investieren, wenn man da wirklich einen nachhaltigen Tourismus auch in Zukunft möchte haben. Wie sieht es uns mit der Logiernacht? Da habt ihr sicher auch Berechnungen gemacht. Aktuell haben wir hier in der Region 4 Schlags, 42'000 Runden Übernachtungen. Wie hat jeder das nachher planen, wenn das Ressort stehen sollte? Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Jahr 48'000 Logiernächte werden machen. Zum Vergleich, in Briegels machen wir heute 60'000. Das wird aber nachher von Jahr zu Jahr auch gesteigert, dass man bei 50'000 bis 60'000 ist. Ist das realistisch? Das ist die Idee, ja, und das ist sicher auch realistisch. Aber man darf nicht meinen, wir können hier von 0 auf 100, das braucht eine Aufbauphase und die haben wir eingeplant. Jetzt sind ja die Umweltverbände, die ein bisschen auf Opposition sind gegangen, Landschaftsschutz zum Beispiel, die Stiftung, die eine komplette Auszonung verlangt oben auf der Lachseralp, dass man gar nichts bauen kann. Wie sieht es denn aus? Habt ihr da als Bauherr das Gespräch schon gesucht mit den Landschaftsschützern? Das ist natürlich immer so, dass man das Gespräch ist immer das Beste, dass man miteinander diskutiert. Und das machen wir in dem Fall auch. Aber wir fokussieren uns natürlich in erster Linie auf das Projekt. Und da ist natürlich auch die Gemeinde Lachs, die mitdiskutieren muss, weil letztlich ist die Gemeinde Lachs die Behörde und wir halten uns an die Behörde. Ihr seid aber zuversichtlich, dass man da lesen kann finden. Ihr habt ja andere Projekte auch schon gemanagt, aber als ähnliches im Briegels, aber sonst auch in Beschneiungsanlagen. Das sind ja die Thematiken mit den Umweltverbänden auch immer ein Thema. Ich denke, wir müssen aufzeigen, dass das wirklich ein gutes Projekt ist und dann sind wir auch überzeugt, dass wir Überzeugungsarbeit können so leisten, dass wir da zu einer Baugenehmigung kommen können.